Und zwar, ich finde, das ist sehr wichtig, das zu begreifen. Wir müssen das verstehen, woher die Unterschiede kommen. Ich gebe euch ein Beispiel jetzt. Und ihr kennt auch heute den Wert, es gibt diesen Wert, es geht ja nicht um Religionsfreiheit. Es geht nicht um die Religionsfreiheit. Religionsfreiheit im Sinne, dass jeder seine eigene, also verantwortlich ist für seine Auswahl. Hm? Jeder ist verantwortlich für seine Auswahl. Das meine ich mit Religionsfreiheit. Das ist, Mensch, okay. Jeder kann aussuchen und er ist verantwortlich für das, was er aussucht. Aber Neutralität gegenüber den Religionen, die Gleichberechtigung der Religionen, das heißt, dass ich neutral sein muss zu allen Religionen. Woher kommt das? Woher kommt diese Einstellung, dieser Wert? Ich sage euch, woher der kommt. Und dann werdet ihr sehen, dass wir diese Thematik nicht so oberflächlich behandeln können. Man muss zu den Ursprüngen zurückkehren. Ein Atheist oder ein halber Atheist. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich mit halber Atheist meine. Leute, die nur geburtenbedingt religiöse Beziehungen haben, aber eigentlich Atheisten sind. Das nenne ich halber Atheist. Das ist jetzt wichtig, hör zu. Wenn er davon redet, dass man alle Religionen gleich behandeln muss, man darf keine Religion der anderen vorziehen. Warum macht er das? Weil er an keine Religion glaubt. Weil für ihn sind Religionen alle Unfug. Für ihn sind alle Religionen gleich, gleich falsch. Und daher hat er diese neutrale Einstellung. Aber ich beispielsweise, ich bin überzeugt, und nicht nur, weil es ein Erbe ist, ich bin intellektuell davon überzeugt, dass Allah Ta'ala existiert, dass der Prophet Muhammad sein Prophet ist, dass der Koran seine Offenbarung ist. Ich bin intellektuell davon überzeugt. Wie kann ich diese Einstellung annehmen? Ich glaube an die Überlegenheit des Islams. Ich glaube, dass der Islam richtiger ist, authentischer ist, für die Menschheit besser ist. Ich kann nicht neutral sein. Er kann es, weil er lehnt sowieso alle Religionen ab. Steht ihr? Das heißt, hier, das hat wieder mit der Welt an sich zu tun. Das kann man nicht mit Gesetzen oder mit Leitkulturen und Werten regulieren. Das geht nicht. Also, letzter Punkt jetzt. Die Gewissheit kommt nicht irgendwo vom Himmel runtergefallen. Die musst du dir anlernen. Gewissheit musst du anlernen. Du musst lernen. Was heißt Gewissheit anlernen? Du musst die Dinge lernen, die deine Gewissheit mehren. Die Gewissheit ist sehr wichtig. Felsenfeste Gewissheit. Allah Ta'ala hat ihr Lob gezollt im Koran. Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat Allah Ta'ala, um diesen Punkt emporzuheben, ein gabrielitische Sitzung veranstaltet. In Anwesenheit der Sahaba, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde, mal ihsan, was ist der Ihsan? Da sagt er, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, dass du Allah dienst, also als ob du ihn sehen würdest. Dass du ihn dienst, als ob du ihn siehst. Das heißt, Dinge, die ich mit meinem Herz wahrnehme, sind für mich genauso intensiv wie die, die ich mit meinem Auge wahrnehme. Das heißt, es gibt keinen Unterschied mehr für verborgen und öffentlich. Für mich ist beides gleich. Und das ist die allerhöchste Form der Gewissheit. Und deswegen lasst euch nicht verirren von Aussagen wie niemand hat die absolute Wahrheit. Niemand kennt die absolute Wahrheit. Diese Aussage verwässert die ganze Sache der Gewissheit. Und diese Aussage ist an sich selbst ein Widerspruch. Wisst ihr warum? Wenn jemand sagt, keiner hat die absolute Gewissheit über etwas, und du fragst ihn, bist du dir dessen gewiss über diese Aussage? Keiner hat die absolute Gewissheit. Und dann fragst du ihn, bist du dir dessen gewiss? Wenn er sagt ja, dann ist die Sache schon fertig. Er hat einen Widerspruch gemacht. Verstehst du? Weil er sagt, ich bin mir gewiss darüber, dass keiner Gewissheit haben kann. Versteht ihr den Fehler? Das geht also nicht.
Deswegen sagt Allah Ta'ala, so sei standhaft, gewiss, Allahs Versprechen ist wahr. Und diejenigen, die nicht überzeugt sind, sollen dich ja nicht ins Wanken bringen. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.